Ihr wolltet wissen, was macht eine Seife vegan? Dem bin ich auf den Grund gegangen und zwar bin ich heute in der Manufaktur Sauberkunst und treffe jetzt die Gründerin Annette. Seife kannte ich noch von meiner Kindheit, fand ich eher oldschool. Ne? Ich bin durch meine kleine Tochter dazu gekommen. Mit Saisonseifen sind wir irgendwo um die 55 Seifensorten. Wir haben ein paar gemeinnützige Vereine, die wir unterstützen, aber auch Tierrechtsorganisationen bzw. Lebenshöfe. Und da bin ich auch schon direkt im Verkaufsraum und treffe auf die Gründerin Annette. So, meine liebe Annette, obwohl ich mir die Hände natürlich gründlich gewaschen habe, wenn ich heute in einer Seifenmanufaktur bin, ist es ja heute etwas anders, wie man sich die Hand gibt, aber ich habe einen großen Rucksack an Fragen mitgebracht. Die Leute wollen mal ein kleines bisschen hinter die Kulissen von Sauberkunst gucken und vor allem haben sie eine ganze Menge Frage, was macht eine Seife vegan? Also bin ich heute hier und ich denke, du führst uns mal ein kleines bisschen durch deine Manufaktur. Ja klar, gerne. Hier ist sozusagen das komplette Geschehen von Sauberkunst. Hier werden die Seifen hergestellt, verpackt und auch versendet, ist das richtig? Richtig. Und ich habe schon richtig Bock, mir das mal anzugucken. Also ich stehe sehr gerne in der Küche. Ich weiß, dass deine Seifen auch in einer Küche hergestellt werden, aber wo so der Unterschied vom Kochen zur Seifenherstellung ist, das zeigst du uns jetzt am besten. Auf jeden Fall. Oh, und das sieht schon nach Küche aus. Eigentlich ja nicht großartig anders als in meiner Showküche zu Hause. Nur, dass hier natürlich nicht Gemüse und Obst verkocht wird. Wie ist denn das? Wird Seife genauso gekocht oder wird das kalt hergestellt? Also wir verseifen tatsächlich kalt. Bei uns werden die Öle und Buttern maximal auf 42 Grad erhitzt. Also ganz sanft geschmolzen. Dann kann alles noch mal eine Nacht ruhen und erst am nächsten Tag wird alles bei Zimmertemperatur sozusagen emulgiert. Das heißt ja auch Seifen sieden, richtig? Seifen sieden und nicht Seifen kochen. Was sind denn eigentlich so die Hauptbestandteile von der Seife? Gibt es überhaupt Bestandteile, die in jeder Seife sich wiederfinden oder ist das immer eine andere Rezeptur? Also es sind immer Fette, Pflanzenfette und Pflanzenöle. Das ist auf jeden Fall immer unterschiedlich. Wir haben kein Standardrezept sozusagen, aber auf jeden Fall ist Kokosöl, Olivenöl, Shea-Butter ist bei uns auf jeden Fall Standard. Richtig gut. Und wie sieht's mit Wasser aus? Wasser ist immer drin. Wasser ist immer drin. Also ja. Das ist in jeder Seife. Aber wie ich gehört habe, so in herkömmlichen Seifen ist immer ein sehr hoher Anteil von Wasser mit drin. Ist das bei euren Seifen ganz genauso? Oder in den Flüssigseifen. Gibt es da Unterschiede? Genau. Ja, na, also bei uns ist das Wasser nur am Anfang quasi drin, damit die Seife emulgiert werden kann und die Seifenlauge angerührt wird. Das Wasser verdunstet aber innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen Reifezeit. Und dann hat man ein hartes Stück Seife sozusagen. In der Flüssigseife ist ja das Wasser enthalten, muss noch konserviert werden. Da sind meistens noch Emulgatoren drin etc. Das braucht es alles nicht. Und ich nehme mal an, eure Seife ist natürlich auch komplett plastikfrei, oder? Ja, auf jeden Fall. Also weder Mikroplastik noch wird sie in Plastik verpackt. Also da achten wir sehr drauf. Ich sehe gerade, da wird so ein schöner, großer Suppentopf, würde ich jetzt mal sagen, ausgegossen. Was wird denn da jetzt gerade gemacht? Was ist denn das? Ist das eine Handseife, ist das eine Körperseife oder ist das ein Shampoo, was da gerade hergestellt wird? Das ist eine Hand- und Körperseife, also kann man quasi zum Händewaschen und zum Duschen benutzen. Das ist die Namaste, das ist eine Seife, da ist viel Shea-Butter drin und Bio-Olivenöl, das ist halt besonders sonnenpflegend. Shea-Butter, jetzt mal eine doofe Frage, obwohl es keine doofe Fragen gibt. Was ist Shea-Butter? Shea-Butter ist eine Nuss eigentlich, ist ein Fett aus einer Nuss, Shea-Nuss. Und die importieren wir direkt aus Ghana. Da gibt es auch keine großen Zwischenhändler. Das ist eine tolle Frauenkooperative, die dort quasi eine tolle Arbeit macht. Und wir zahlen 40% mehr als der Welthandel, sodass sie dort gut leben können. Das ist ja sowieso auch deine Maxime, Annette, ich kenne dich ja nur sehr gut, dass du natürlich nicht nur deine Seifen vegan machst, sondern dass dieses Ganze drumherum bei dir eben auch stimmt. Eben genau solche Sachen, dass eben darauf geachtet wird, wo kommen die Produkte her. Also da hat man natürlich auch als Endverbraucher, so wie du ja, natürlich auch seinen Einfluss drauf. Also ich
kann natürlich dort kaufen, ich kann dort kaufen. Und die Entscheidung zu fällen, nachhaltig zu kaufen, ist natürlich immer die bessere. Was ist denn dein Hintergrund zur Seife? Wie bist du zum Seifenmachen gekommen? Hast du das mal gelernt, Seifensieder, oder gibt es überhaupt so einen Beruf? Leider nicht. Der wurde irgendwann mal aus der Handwerksrolle gestrichen. Dadurch können wir sowas auch nicht ausbilden. Wir haben dann halt andere Sparten, wo wir ausbilden können. Aber ich bin tatsächlich als Hobby zum Seifensieden gekommen. So wie ich hobbymäßig zum Kochen gekommen bin. Also, Manette, haben wir eine ganze Menge gemein. Kannst du mir noch ganz kurz erzählen, es sieht gerade so wunderschön aus. Also ich würde jetzt in meiner Flasche wäre ein Balsamico-Essig, das ist es hier wahrscheinlich nicht. Nein, das ist tatsächlich Pflanzenkohle mit etwas Seifenleim und das wird die schöne Sommerwindseife. Ihr legt auch wirklich Wert darauf, dass sie auch optisch gut aussieht, oder? Ja, das war schon immer mein Credo sozusagen, deshalb heißt der Name ja auch Sauber Kunst. Ja. Also mir war wichtig, dass jedes Stück ein Unikat ist und dass es halt auch nicht nur was für Leib und Seele ist, sondern auch was fürs Auge. Natürlich, wenn wir jetzt keine Corona-Pandemie oder sowas haben, ist es möglich, dass auch Kunden mal hier reingehen können? Oder? Natürlich, sogar mit Corona-Pandemie. Deshalb, also ich habe damals diese schöne Sicherheitsglaswand installieren lassen, damit jeder sicher hier stehen kann, weil Seife sieden ist jetzt auch nicht so ungefährlich. Die Seifenlauge sollte man nicht abbekommen, aber dadurch ist es auch jetzt safe, hier mal einen Blick zu wagen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Du hast aber gerade gesagt, Lauge, also dass Lauge in Seife drin ist. Wie ist denn das mit einer Seife, die ja Lauge enthält, mit der Abbaubarkeit in der Umwelt? Gibt es da vor allem auch zu deinen Seifen Unterschiede zu einer herkömmlichen Seife, zu einer Flüssigseife oder wie ist das? Das sollte hoffentlich nicht der Fall sein. Abbaubar sollten sie alle sehr gut sein, aber unsere Seifen sind auf jeden Fall 98% abbaubar, also hat die höchste Abbaubarkeit und die Lauge, die ist auf jeden Fall während der Reifezeit verschwindet. Die Seife wird ja immer milder sozusagen und sonst wäre sie ja nie sicher in der Anwendung. Jetzt mal eine Frage, die mir gerade einfällt wegen der Abbaubarkeit. Ich bin ein passionierter Camper. Könnte ich mich mit solch einer Seife von dir, mit einer bestimmten Seife, auch draußen am Bach oder neben dem Bach waschen? Das ist eine sehr gute Frage, die wird uns auch immer wieder gestellt. Tatsächlich ist Seife ein tolles Mittel beim Campen, weil sie wird nicht weich und sie läuft nicht aus. Aber direkt im Bach solltest du dich damit nicht waschen. Auch nicht mit Waschnüssen oder mit einem Efeu-Extrakt. Auch nicht mit ganz natürlichen Saponinen aus Brennnessel oder so. Weil es sind Kleinstorganismen, die diese Stoffe nicht vertragen. Und so ist es total safe. Du nimmst dir eine Plastiktüte mit Wasser oder einen Eimer oder sonst irgendwas, gehst ein paar Meter weiter weg, wäschst dich dort die Erde, die filtert das alles und baut es ab. So ist für den Fluss und die Organismen darin alles gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein Stückchen weiter. Hier wird die Seife hergestellt. Was passiert jetzt? Ja, wir gucken uns jetzt mal an, was nach dem Ausformen der Seife passiert. Wo kommt die Seife eigentlich hin? Wir gehen in unser Allerheiligstes, in unser Seifenlager. Na, denn man taucht. Jetzt habe ich natürlich vorne schon Hunger gekriegt, weil es gut aussah. Und jetzt riecht das hier, wie ich sagen würde, oberlecker. Und das sieht mega aus. Und ich rieche tatsächlich auch irgendwie Obst und Gemüse. Kann das sein? Also auf jeden Fall. Wir hatten ja vorhin schon die Namaste. Ja. Da ist auf jeden Fall ganz viel Orangenduft drin. Also naturreiner Orangenduft aus der Schale sozusagen. Und das riecht man. Also es ist Wahnsinn. Wirklich. Also ich muss nochmal sagen, ich habe nicht die feinste Nase und ich rieche alles durcheinander. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, ist das Orange oder ist das, ist es das. Es riecht aber wirklich mega, mega, mega lecker. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Seifen zu machen? Hast du dir schon immer gerne die Hände gewaschen oder wie kommt das? Nee, tatsächlich nicht. Ich war früher genau wie jeder andere eher so der Duschgel-Typ. Ja. Seife kannte ich noch von meiner Kindheit, fand ich eher... Ja, ja, oldschool, ne? Ich bin durch meine kleine Tochter dazu gekommen. Die hatte halt mit diesen ganzen Babyprodukten, hat sie Ausschlag bekommen. Und so war der Rat meiner Hebamme, Mensch, geh in Bioladen, kauf dir eine Seife ohne Duft und probier's mal bitte. Haut wurde sofort besser.
Ja, und dann bin ich hobbymäßig zum Seifensieden gekommen. War ein bisschen später tatsächlich, aber irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, so Seifensieden, das muss doch auch alleine gehen. Ich wollte gerade sagen, also du bist ja wahrscheinlich nicht bloß in den Bioladen gegangen, sondern irgendetwas muss ja passiert sein, dass wir mit einmal in solch einer Manufaktur stehen zwischen ich weiß nicht wie viel Kilo Seifenblöcken. Ich bin ja eigentlich Heilpraktikerin und hatte eine Naturheilpraxis und irgendwie hat sich der Schwerpunkt auf Hautpatienten verlegt und ich habe immer wieder gemerkt, dass die Schübe, zum Beispiel in der Neurodermitis oder Psoriasis-Behandlung, viele Erfolge, die man so gemacht hat, zunichte gemacht hat. Also man hat wieder von vorne angefangen. Mhm. Dann habe ich überlegt, es muss doch irgendwas geben, um diese Schübe zu verhindern bzw. zu lindern, sodass die Patienten keinen Cortison mehr nehmen müssen. Ja, und dann sind wir natürlich auch auf die Ernährung eingegangen, aber manche Sachen sind halt auch nicht unbedingt ernährungsbedingt, sind zum Beispiel pflegebedingt. Bei uns war es ja damals auch die falsche Pflege einfach. Es waren zu viele falsche Inhaltsstoffe sozusagen für die Haut meiner Tochter. Ja, und als Heilpraktikerin hat man morgens viel Zeit, weil die Menschen, die kommen erst nach der Arbeit. Mhm. Und ich war noch nie so der Typ, der dann zu Hause rumsitzt und wartet. Ich habe mir dann halt ein Hobby gesucht und Seifen hat mir Spaß gemacht. Tatsächlich habe ich in der Praxisküche angefangen, weil man darf das nicht zu Hause in seiner eigenen Küche machen, hobbymäßig natürlich, aber als es dann größer wurde, musste man halt den Weg gehen, die Küche abnehmen zu lassen etc. So, und dann war es so, dann hat man die Produkte an die Kunden verschenkt. Es war erstmalig so ein Weihnachts-Giveaway, bis dann die Rückmeldung kam, Mensch, die sind aber toll, würdest du die nicht auch verkaufen? Ja, und dann habe ich so die erste Produktlinie rausgebracht. Es war die Shea Hautner mit der Seife Hautner, die kennst du ja auch. Genau. Und ja, und das ist so eingeschlagen. Diese Mundpropaganda war so überwältigend, dass ich dann immer mehr damit konfrontiert wurde, dass man das verkaufen muss. Und das ist in Deutschland nicht ganz so einfach. Da hat man viele, viele bürokratische Wege abzulaufen. Und bin den Weg gegangen, hatte dann einen kleinen Lavandershop und irgendwann den ersten Online-Shop. Und es wuchs und wuchs und wuchs immer weiter. Von wann reden wir, Annette? Also von 2012 bis 2014 ist es so stark angewachsen, sodass dann auch die erste Mitarbeiterin zu Sauberkunst kam. Mega. Und wie viel seid ihr heute ungefähr in deinem Team? Circa 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 50 Mitarbeiter. Also Annette, absoluter Wahnsinn. Und du verkaufst ja, glaube ich, deine Seifen auch grenzenübergreifend, richtig? Also du hast nicht nur in Deutschland deine Abnehmer. Nein, wir versenden tatsächlich im Online-Shop weltweit und dann haben wir noch ein Händlernetzwerk aufgebaut. Das besteht seit 2015, 2016 und da sind wir europaweit vertreten. Mega. Aber apropos vertreten, da kommt mir noch eine Frage, die ihr gestellt habt. Liebe Annette, wie sieht das aus mit Instagram-Kooperationen? Machst du sowas? Also hast du gewisse Influencer, InfluencerInnen, mit denen du Kooperation mit Sauberkunst eingehst oder wie ist das? Also eigentlich nicht. Wir haben keine festen Kooperationen. Es gibt immer mal Anfragen und wenn die besonders nett sind, dann schicken wir auch mal ein paar Produkte raus zum Probieren. Aber sonst gibt es eigentlich keine Kooperationen, die wir momentan laufen haben. Ist sowas zukünftig angedacht oder sagst du wirklich, nee, du bleibst auf deinem klassischen Stil ohne Influencer, das läuft auch so? Also ich möchte halt, wenn dann, gerne ehrliche Werbung. Also wenn mich die Leute anschreiben und sagen, sie haben wirklich Interesse, dann finde ich das total gut, weil ich brauche tatsächlich ein ehrliches Feedback. Und das würde ich mir als Kundin selbst wünschen. Ja. Ich möchte halt nicht ein Produkt kaufen, wo irgendwo eine Kooperation dahinter steht, die vielleicht nicht mal interessiert oder so. Also ich weiß nicht, wie man das auseinanderhält. Insofern ist das jetzt momentan nicht geplant. Finde ich super. Also ich mache jetzt trotzdem mal für das wunderschöne Bartöl, kann ich immer sagen. Da mache ich so gerne Werbung, vor allem in meinem privaten Kreis. Dafür, ich nehme immer das Bartöl Froschkönig. Du hast natürlich nicht nur Seifen, da sind wir nämlich gerade bei dem Thema, sondern du hast auch Bartöle, Shampoos für die Haare, Schaumbad, Cremes und ist denn ein Conditioner geplant? Ein Trockenprodukt. Das ist immer was aus der Mädelswelt, der kommt.
auf sowas angedacht ist. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Stiefmutterprojekt. Mhm. Also nicht, weil ich es nicht mag. Ich brauche es tatsächlich gar nicht. Viele meiner Freunde und in der Familie, seit die Shampoos benutzt werden, da ist ja immer die Pflege mit eingebaut. Brauchen wir tatsächlich keinen Conditioner mehr. Seit 2012 nutze ich keinerlei Conditioner. Aber natürlich gibt es Menschen, die Conditioner haben wollen und brauchen. Und ich habe aber die Prämisse, dass dieses Produkt palmölfrei sein muss. Okay. Und leider sind die Inhaltsstoffe der festen Conditioner, zum Beispiel Cetylalkohol, ist nicht nur ein Bestandteil, dass da ein bisschen Palmöl drin ist. Es besteht aus Palmöl. Es wird aus Palmöl hergestellt. Und ja, da sind wir tatsächlich momentan am Rumprobieren, sind noch nicht zufrieden, aber ja, wir sind dran. Also es wird daran gearbeitet. Und Annette, bevor wir jetzt zu der nächsten Station hier in deiner Manufaktur gehen, mal Hand aufs Herz, weißt du, wie viele verschiedene Seifen du hast? Ja, also die Grundseifen schon. Mit Saisonseifen sind wir irgendwo um die 50, 55 Seifen, Wahnsinn. Sorten. Gibt's Lieblingsseifen? Hast du eine Lieblingsseife aus deinem Sortiment und gibt's einen absoluten Dauerbrenner für die Leute da draußen? Ja, natürlich. Also es ist auch saisonal bedingt. Jetzt im Winter mag ich die Zauberwald sehr gerne, aber auch die Namaste. Das sind so Düfte, ja, die mir halt sehr gut gefallen. Im Sommer mag ich die Bergamotte, alle frischen Düfte eigentlich. Mhm. Lemongrass, das sind so meine Lieblingsdüfte. Ein Dauerbrenner bei uns im Shop ist auf jeden Fall immer die Mango Lassi, aber auch die Verlockend. Das ist unsere einzige Haarseife im Moment. Ja, die ist auch immer wieder ein Dauerbrenner. Du hast hier irgendwas mit Gurke? Ja. Ja, das ist richtig. Das ist. Da ist er. Riecht das nicht nur so, sondern sieht auch so aus. Das ist die Fräulein Grün und diese Spots, die man da sieht, die grünen, das ist frische Demeter-Gurke tatsächlich. Mega, also verarbeitet ihr wirklich diese Gurken so oder bekommt ihr das als ein Aroma? Also gibt es Demeter-Gurke auch als Aroma oder ist das wirklich die reine Gurke, die ihr da reinhaut? Also hier ist auf jeden Fall die reine Gurke drin und natürlich ist der Duft nochmal zusätzlich, weil die Gurke überlebt leider die Verseifung als Duft nicht. Das ist leider immer schade, aber das ist so. Auch alle Pflanzenmilchseifen, die wir verwenden, sei es Mandelmilch, Reismilch oder Hafermilch, die stellen wir alle selbst her. Wahnsinn. Alles hier? Ja, alles hier. Mega. Mir tropft der Zahn. Lass uns weitergehen an die nächste Station. Wo geht's jetzt hin? Was passiert, nachdem die Seifen hier durchgetrocknet sind? Okay, dann gehen wir jetzt zum Versand. Dort wird die Seife dann nach der Reife hingebracht und immer frisch für jede Bestellung geschnitten. Das gucken wir uns jetzt an. Dann kommen noch die anderen Produkte dazu, die bestellt wurden. Und dann wird es hier verpackt. Und zwar so, dass wenn die Kundinnen das Paket aufmachen, dass sofort ein Gefühl entsteht wie, oh, schön. Hast du so eine grobe Zahl, wie viele Pakete das Haus hier so am Tag verlassen? Kann man das so grob sagen? Oder? Also an einem ganz normalen Tag so 100 bis 150 Pakete. Da hast du aber sehr fleißige Mitarbeiter. Ja, habe ich. Hat hier in dieser Manufaktur eigentlich alles begonnen? War das dein erster Laden da vorne? Oder? Nein. Also das wäre viel zu groß gewesen. Ja. Begonnen hat wirklich alles in meiner Praxisküche sozusagen. Und dann ist da noch ein kleiner Raum dazu gekommen in dieser Wohnung, wo die Praxis war. Und dieser Raum wurde dann irgendwann Lager. Und die ersten Kunden, die gibt es tatsächlich noch, Kunden der ersten Stunde, die dann auch abgeholt haben, die kennen auch dieses Regal noch. Also, cool. Eine der ersten Kundinnen war Steffi im Versand. Sie kennt auf jeden Fall noch die Anfänge und aus einer Kundin ist dann eine Mitarbeiterin geworden. Das sind immer so diese schönen herzlichen Geschichten, die eben dahinter stecken, was die Leute natürlich auch hören wollen. Aber Annette, du hast noch einen Laden auf einer Insel, habe ich das richtig verstanden? Richtig, das war unser erster Laden. Ja. Er ist in Werder auf der Insel und ja, ganz zauberhaft. Würdest du uns da noch einladen? Natürlich, rüber gucken wir uns an. Gucken wir uns das an. Remind me, no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in.
Seit wann gibt es den Laden hier? Seit 2016, und zwar haben wir den im Juni eröffnet und so wird er dieses Jahr im Juni 5 Jahre alt. Oh, ein schöner Geburtstag. Und ist das von dir so ein Herzstück, dieser Laden hier? Oder also ist das so was ganz Besonderes, weil du sagst, es war der erste? Oder ist das einfach deine Liebe mit jedem, teilst du deine Liebe auf jeden Laden auf? Ja, auf jeden Fall. Jeder Laden hat etwas ganz Besonderes. Jeder Laden hat auch sein eigenes Gesicht. Ich richte ja jeden Laden selbst ein, sozusagen. Und der erste ist aber natürlich was Besonderes. Es ist genau wie das erste Kind sozusagen. Man macht da noch viele Anfängerfehler. Aber diese ersten Momente, diese Gänsehautmomente, die hat man tatsächlich ganz oft nur beim ersten Mal. So, ich bin natürlich gerade schon durch deinen Laden gestöbert und habe gerade mitgekriegt, ihr habt sogar Seifen für Hunde. Ja. Ist das richtig? Richtig. Und die stellst du auch selber her oder ist das ein zugekauftes Produkt oder... Nee, die sind natürlich auch aus unserer Seifenschmiede, sage ich mal. Und das ist tatsächlich auf Tierfell abgestimmt. Also nicht nur Hunde, damit können auch Pferde gewaschen werden, sozusagen. Ja. Apropos Hunde, Pferde und Tiere, da sind wir ja beim Thema vegan. Annette, die ganz große Frage, was macht eine Seife überhaupt vegan? Ja, also grundsätzlich natürlich, dass die Seife frei von tierischen Inhaltsstoffen ist. Bei, sage ich mal, ganz normalen Seifen kann es sein, dass da Schweinefett mit drin ist oder generell Tierfett mit drin ist. Das ist ein sehr beliebter Rohstoff, um Schaum zu erzeugen. Allerdings kann auch Milch enthalten sein oder andere tierische Bestandteile. Ich würde mich freuen, wenn wir noch mal ein kleines bisschen so durch deine Ausstellung hier durchlaufen. Und vielleicht finden wir ja irgendwie ein Shampoo, was auch gegen Schuppen ist. Damit haben wir tatsächlich viele Leute gefragt, ob du irgendwas hast gegen Schuppen. Also du hast wahrscheinlich nichts gegen Schuppen, weil wenn man ein Shampoo hat, was gegen Schuppen, sollte man nichts dagegen haben. Ja, da haben wir tatsächlich unseren Nessie. Ja. Und es ist speziell für schuppige oder gereizte und juckende Kopfhaut entwickelt worden. Da haben wir damals auch einen Test gemacht mit ganz vielen Usern. Dazu haben wir aufgerufen und dann wurden da die Testchargen rausgeschickt. Hinterher lief dann ein Bewertungsprogramm und tatsächlich über 70% der User würden dieses Shampoo weiterempfehlen. Schuppen sind ja ein komplexes Problem. Das ist nicht nur durch Pflege bedingt, sondern kann hormonell bedingt sein, kann ernährungsbedingt sein, stressbedingt sein. Da kommt es halt immer drauf an. Wir können natürlich hier nur bei der Pflege was machen. Ne? Also wenn tatsächlich das Shampoo, was vorher vielleicht die falsche Pflege war, da können wir regulieren. Wir können auch die Kopfhaut ein Stück weit beruhigen durch die ätherischen Öle, die enthalten sind. Unter anderem auch durch den Brennnesselsud, den wir selber herstellen. Und ja, insgesamt ist das ein sehr gut gehendes Produkt. Du hast trotzdem weiterhin so schöne Namen hier, Luxus Vibe. Denkst du dir den Namen aus? Und wenn ja, was beschreibt Luxus Vibe? Was beschreibt dieses Shampoo? Ja, also zum einen ist es so, dass ich bisher die Namen immer selber gefunden habe, ja. Beziehungsweise ganz, ganz wenige Fälle habe ich auch mal Kunden dazu gerufen und gesagt, Mensch, mir fällt für dieses oder jenes Produkt kein Name ein, gib mir doch mal einen Namen. Und ja, jetzt ist es aber auch so, dass viele Mitarbeiter tolle Ideen haben. Also jetzt ist es nicht mehr so, dass nur ich mir die Namen ausdenke, jetzt kommen die Ideen aus allen Ecken. Und Luxus Vibe, dieser Duft ist halt... Der gibt halt schon ein bisschen was vor, Erdbeeren und Champagner. Da ist mir Pretty Woman eingefallen. Aha. Und ja. Selber ein Champagner-Fan oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber Annette, ich habe heute mega viel gesehen und mega viele Hintergrundinformationen zu deiner Manufaktur bekommen. Und ich merke, du brennst dafür und du lebst ein Stück dafür. Also ich möchte gerne auf Dauer etwas erreichen, indem ich auch... denen helfe, die halt sonst keine Lobby haben. Wir haben ein paar gemeinnützige Vereine, die wir unterstützen, aber auch Tierrechtsorganisationen bzw. Lebenshöfe. Ich möchte halt ein Arbeitsklima schaffen, wo sich alle wohlfühlen. Also da sind wir auch gerade aktiv dran, ein Zuhause zu schaffen, ein zweites Zuhause, dass man nicht auf Arbeit geht und sagt, boah, das nervt. Auf jeden Fall etwas, was ich heute genauso
aber mitbekommen habe. Also da scheinst du schon sehr gut drin zu sein. Ich habe jetzt keinen Mitarbeiter gesehen, wo irgendwann das Gesicht heute hing. Das war heute ein Einstieg hinter die Kulissen von der Manufaktur Sauberkunst. Ich denke, bei euch da draußen wird sich die ein oder andere Frage heute noch gestellt haben. Kommentiert einfach mal hier drunter, was euch weiterhin interessiert. Und ansonsten denke ich, ich freue mich aufs nächste Mal. Und ihr da draußen, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.